Ich zeichne euch direkt mit auf. So, heute ist es natürlich, ich sag mal so in Anführungszeichen, fällt es einem besonders schwer, die Bühne zu betreten. Der Tag, an dem es dann eben auch rein rechnerisch nicht mehr möglich ist, die Klasse zu halten, das, was sich halt angedeutet hat, wo ihr euch verzweifelt gewehrt habt, ist nun heute dann auch rechnerisch perfekt. Was geht dann in einem vor? Ist man dann irgendwie erstmal leer, wenn der Schlusspfiff, der letzte Vorhang gefallen ist? Was sagst du dazu? Natürlich ist die Enttäuschung riesengroß. Es wird natürlich auch noch eine gewisse Zeit dauern, bis wir das verkraftet haben. Und ja, ist ein schwieriger Weg, den wir jetzt vor uns haben, aber ja, wir werden wieder aufstehen. Also es ist jetzt, glaube ich, an der Zeit, ein paar Tage zu trauern und dann wird der Kopf wieder hochgenommen und neu angegriffen. Im Prinzip gleiche Frage auch hier, wie... Möchtest du nichts mehr nichts dazu sagen? Warte gerade, jetzt hört man dich. Ich denke, Benny hat alles gesagt und da gebe ich ihm vollkommen recht. Wir haben jetzt, können ein paar Tage trauern, aber dann müssen wir halt wieder aufstehen, was er halt gesagt hat. Und dann fangen wir in Frankfurt schon an, um nächstes Jahr wieder anzugreifen. Dann bilanzieren wir doch einfach mal die Saison. Wenn du das jetzt mal so rückblickend betrachtest, wo war da so die Phase, wo die Punkte liegen gelassen wurden, die eigentlich am Ende jetzt fehlen? Lass einfach mal die 33 Spieltage Revue passieren. Ich glaube, das fällt mir jetzt gerade ganz schwer, eine Analyse zu finden. Fakt ist, wenn du eine Hinrunde mit 12 Punkte holst, ist das natürlich ja, enorm wenig. Und ich denke, die Rückrunde war größtenteils vernünftig, aber leider nicht so vernünftig, dass wir einfach die Punkte, die wir in der Hinrunde liegen haben lassen, noch aufholen konnten. Aber jetzt genau da ins Detail zu gehen, fällt mir einfach schwer. Das machen wir, das wird folgen oder ist schon passiert. Der Verein wird es machen die nächsten Tage und ich bin mir sicher, dass der Verein sehr, sehr schnell die Weichen für die Zukunft stellen wird. Rechnerisch ist es ja heute seit dem Schlusspfiff perfekt. Eigentlich wussten wir ja schon alle nach dem letzten Spieltag, dass keine Chance mehr besteht aufgrund der schlechteren Tordifferenz. Ist man dann so ein bisschen besser darauf vorbereitet, Dieter? Ja gut, das Einzige, was da ist, man hat halt keinen Druck mehr. Ne? Aber trotzdem, wenn ich so in die Gesichter schaue, das tut irgendwo schon ein bisschen weh. Ja. Und es wäre schön gewesen, wenn wir uns heute noch mit dem Sieg hier verabschiedet halten hätten. Aber ja, habe ich ja eben gesagt. Und das ist schon der erste Schritt für die neue Saison. Wenn wir mal kurz einen Blick einfach auf die Rückrunde werfen. Ihr habt unter dem Trainer Petrik Sander sicherlich eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt, habt auch deutlich mehr Punkte gesammelt als in der Hinrunde. Ist es dann irgendwie verflixt, dass die Konkurrenz, die mit unten drin hing, die ja eigentlich in der Hinrunde noch weniger Punkte gesammelt hat, Frankfurt-Aalen, dass da zumindest einer von denen auf einmal ja, davonzieht und noch ein bisschen besser gespielt hat als ihr? Naja, was soll ich mich jetzt über andere Vereine aufregen? Also wir haben unsere Arbeit nicht gemacht, nicht gut genug gemacht, haben die nötigen Punkte nicht geholt. Macht es jetzt keinen Sinn, mir Gedanken über Frankfurt oder Aalen oder noch wieder geholt, aber über Rostock eben zu machen. Letztendlich sind wir als Mannschaft gescheitert und ja, da muss sich jeder Spieler einfach erstmal selbst an die Nase fassen und nicht irgendwie auf den Trainer zeigen, der ist dann schuld gewesen oder Apollo dann schuld gewesen, sondern ja, jeder hat erstmal bei sich anzufangen. Heute nochmal. Ausverkauftes Haus, zum ersten Mal in dieser Saison. Ich denke mal, die Fans haben auch die ganze Saison über gut unterstützt, toll unterstützt, trotz der schwierigen Situation. Vielleicht die Gelegenheit, nochmal auch ein paar Worte an die Fans zu richten, was das angeht. Ja, ich bedanke mich im Namen der Mannschaft dafür, dass ihr uns immer so zahlreich unterstützt habt. Also, es war schon super und es tut uns sehr leid, dass wir unser Saisonziel nicht erreichen konnten, trotz eurer Unterstützung. Aber wie gesagt, wir kommen wieder. Ein Spiel steht ja noch aus, das beim FSV Frankfurt. Es war ja lange darauf spekuliert worden, dass das so das Endspiel wird um den Relegationsplatz. Ist es nun leider nicht geworden. Wie bereitet man sich dann trotzdem auf diese Begegnung dann noch vor? Ja, wir wollen uns mit dem Sieg verabschieden. Wie Dieter eben schon sagte, wir stellen jetzt die Zeichen für die Zukunft und da wollen wir uns vernünftig verabschieden. Und deshalb, die neue Saison beginnt nicht irgendwie ein paar Wochen, sondern jetzt schon in Frankfurt. Wieder vielleicht noch ein paar Worte zu deiner persönlichen Situation in dieser Saison. Du hast bist zweimal auf die Position 1 gerutscht, dadurch, dass der David Yeldell sich verletzt hat. Wenn der fit geblieben wäre, hätte gut gehalten, dann wärst du wahrscheinlich Ersatzkeeper geblieben. 34 Spieltage, nun hast du deine Chance bekommen. Lass doch einfach mal, auch was das angeht, deine persönliche Saison Revue passieren. Ja, ich glaube, es steht auch in der Zeitung, also das ist schon ein Traum, ja. Ich habe in Köln immer auf meine Chance gewartet und habe sie nie bekommen.
tut mir zwar leid für den David, aber so ist halt der Fußball. Und ja, das muss ich mich auch bei Uwe Rapolda bedanken, der mich damals gegen St. Pauli mit auf die Bank genommen hat. Wie gesagt, unglücklich für den Dave gelaufen gegen Kaiserslautern. Da habe ich mein erstes Spiel gemacht und es ist einfach Wahnsinn. Es ist wie ein Traum. Ne? Und ich denke mal, alle haben gesehen, du hast deine Chance genutzt und die hat sicherlich nicht gelegen. Wie hast du persönlich deine Leistung gesehen und was erhoffst du dir jetzt dann für die Zukunft dadurch, dass du eben die Chance bekommen hast in dieser Saison? Ja gut, ich habe mich schon öffentlich geäußert, dass ich gerne hier bleiben will. Und es wäre schön, wenn ich nächstes Jahr noch hier wäre. Dann wäre die Nummer 1. Und dass wir dann halt angreifen für den Wiederaufstieg. An dieser Stelle wie immer auch die Gelegenheit für die Fans, noch Fragen zu stellen. Geht lieb mit ihnen um. Ist kein toller Tag heute da vorne. Wie groß ist die Chance, dass die beiden hier bleiben? Fragen wir einfach mal nach. Er hat sie, glaube ich, gerade schon beantwortet. Schaut mir gut. Also ich bin auch gerne bereit, da zu bleiben und ich hoffe, dass dann in den nächsten Tagen die Weichen gestellt werden. Erstmal müssen wir wissen, ich wissen, ihr wollt es wahrscheinlich auch schnellstmöglich wissen, wer Trainer wird, wie es weitergeht. Und wenn es so weitergeht wie momentan mit dem Team, dann stehen die Chancen sehr gut. Ich denke, wir haben einen guten Trainer, der ein gutes Team, die wirklich einen guten Job gemacht haben, sind sehr, sehr viele mit dabei, die ja mit viel Herzblut dabei sind. Das macht, ja, auch wenn es sich wirklich bitter anhört und wir abgestiegen sind, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht, dieses Jahr auch mit dem Team zusammenzuarbeiten, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Und wenn das so weitergeht, dann sieht man mich auch wieder am Mikrofon in der nächsten Saison. Gerne, gerne. Weitere Fragen von euch? Hier vorne. Okay, ihr könnt euch ruhig trauen. Fällt schwer heute, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön an Benjamin und an den Dieter. Viel Erfolg beim Spiel in Frankfurt am letzten Spieltag und der Appell an euch, mitfahren, die Mannschaft unterstützen. Danke für 4 tolle Jahre zweite Liga. Jetzt setzen wir mal ein Jahr aus und dann sind wir wieder da. Ne? Dankeschön, kommt gut nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal.